Guten Morgen. Ich arbeite gerade schon an einem kleinen Problem. Ich kann mich seit gestern nicht bei Neobox einloggen und weiß nicht warum. Dann wollte ich das Passwort vergessen machen. Gestern dachte ich noch, okay, es liegt vielleicht an denen. Das hatten wir schon mal, dass da irgendwie die Seite nicht funktioniert hatte oder das Einloggen nicht funktioniert hatte. Und am nächsten Tag ging es dann wieder. Ging ja trotzdem noch nicht. Jetzt habe ich die angeschrieben und gesagt, es geht nicht, weil auch wenn ich Passwort vergessen mache und meine E-Mail-Adresse eingebe, geht es nicht. Und ich weiß nicht, welche von den beiden E-Mail-Adressen jetzt die richtige ist, die, mit der ich mich registriert habe oder die wir für ePubli auch umgestellt hatten. Ob es das bei Neobox genauso ist, weiß ich nicht. Habe bei beiden probiert, funktioniert die nicht. Und sollte ich mit einem anderen Browser probieren. Hat auch nicht funktioniert, kam das gleiche wieder raus. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass ich da gehackt wurde und meine E-Books in Gefahr sind. Ja, aber wie gesagt, ich bin jetzt da mit dem Team dran. Und gucke, ob was funktioniert. Ich habe mich gefragt nochmal, welche E-Mail-Adressen ich genommen habe. Ich habe nochmal die beiden E-Mail-Adressen genannt, die in Frage kommen könnten. Andere gibt es nicht, andere sind nicht meine. Das heißt, wenn es irgendeine andere E-Mail-Adresse da registriert werden, oder können sie bestimmt im System irgendwie gucken, gehe ich mal ganz davon aus, weil es ja eine bestimmte Datenbank ist. Und wenn ihre E-Mail-Adresse drin sein sollte, dann können die das ja hoffentlich korrigieren. Ich habe echt Bammel, dass das da irgendwie alles gelöscht wird oder sonst irgendwas. Das wäre blöd. Richtig, richtig blöd. Aber gut, dann schauen wir mal. Ich hoffe mal, das funktioniert. Ich habe ja zwar alles hochgeladen, also die meine Skripte einzeln, aber ich habe ja alle möglichen anderen Angaben noch machen müssen. Auch fürs Innenleben und so. Und also Impressum, Dreiecks angeben und so weiter und so fort. Das sind ja alles einzelne Kapitel da drin, die man ja anlegen muss. Ja. Ich hoffe einfach, dass es funktioniert, dass meine E-Books nicht in Gefahr sind, dass da einfach alles in Ordnung ist mit. Oh, ich habe auch diese Woche noch keine Abrechnung bekommen. Normalerweise würde es auch so, vielleicht kommt es auch heute erst, aber so um den 8. rum kriegt man immer eine Abrechnung eigentlich, wenn was gewesen ist. Vielleicht ist ja auch gar nichts gewesen, diesen vom letzten Monat, kann natürlich auch sein. Ich habe natürlich auch keine Abrechnung, aber ja, ich kann mich halt auch nicht einloggen, um es zu prüfen. Wenn es an der E-Mail-Adresse ist, geht es natürlich an die E-Mail-Adresse. Ist ja auch logisch, ne? Macht Sinn. Jetzt habe ich echt ein bisschen Bammel. Mal gucken. Hoffen wir mal, dass alles gut geht, ne? Es ist warm draußen. Ich war gerade bei der Post. Da war es heute mal erstaunlich leer. Und die haben die Öffnungszeiten ein bisschen verlängert. Die haben jetzt bis 18 Uhr offen. Zumindest bis Freitag. Ich habe nämlich eine Sendung abgeholt, die der Gast letzte Woche da liegt. Und heute wäre der letzte Tag, wo man überhaupt abholen kann. Ja. Ich bekomme es gar nicht mehr. Und auf dem Rückweg, ich habe ja gestern ein neues Bullet Journal bestellt. Habe ich es erzählt? Weiß ich gar nicht. Weil meins ist ja nur noch für, ich glaube, gar nicht mal erzählt. Ich habe gestern ein Bullet Journal endlich mal auf den Stand der Dinge gebracht. Und dann fiel mir auf, dass meins fast voll ist und nur noch für 2 Wochen Platz drin ist. Also habe ich gedacht, so, ich müsste eh diesen Monat bestellen. Dann kann ich es auch gleich machen. Und gestern bestellt, heute da. Und das unten im Locker. Und ich habe den Amazon-Boten hier langlaufen sehen, von hinten gerade nochmal die weiße Weste, die weiße Weste, die gelbe Weste gesehen. Und dann haben wir, oh, Amazon-Bote. Guck doch mal in die App, ob es vielleicht schon da ist. Und tada, ich konnte es echt schon abholen. So. Und somit ist mein neuer Leuchtturm angekommen. Diesmal in der, sieht hier voll rot aus, oder? Das ist eher so bäriger Ton. Weil irgendwie sieht es im Display zumindest sehr dunkelrot aus, so Weinrot, aber das ist nicht Weinrot, das ist wirklich so bärig. Ja. Finde ich schön. Ich finde diese, also Leuchtturm ist bis jetzt noch am besten von den ganzen, die ich bis jetzt machte. Das andere war alles nur so No-Name-Zeug und ja, ich habe beschlossen, dass ich jetzt nur noch Leuchtturm nehme. Und das ist gut. Genau. Wann mein Bullet, mein na, Budgetplanungsdings voll wird, weiß ich nicht. Aber da hole ich mir auf jeden Fall auch einen Leuchtturm. Oder ich nehme vielleicht sogar das Eichhörnchenbuch. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch gar kein weiteres Buch. Habe ich auch schon überlegt, dass ich nur diese Tracker nehme und in meine Umschläge packe und gar kein Buch mehr dafür habe. Muss ich mir alles noch durch den Kopf gehen lassen, wenn es voll ist. Aber erstmal habe ich. Das ist gestreift. Und den haben wir auch gestreift, glaube ich. Ja. Jetzt habe ich erstmal ein neues Bullet Journal und kann beruhigt quasi in den Juli starten. Da brauche ich es ja dann auf jeden Fall. Immer 2 Wochen. Ja, also Ende Juni beginne ich dann schon mit dem Leuchtturm. Dann brauche ich am Anfang mal 2, weil ich hier die Jahresübersicht im anderen habe, aber ist egal. Oh, mir ist so warm.
Und ich habe jetzt Pizza im Ofen. Natürlich auch prima für die Hitze, aber wir haben gerade nichts anderes. Es ist Freitag, ne? Es ist Freitag. Wir waren zwar erst Dienstag einkaufen, aber ich habe nicht so richtig darüber nachgedacht, auch dass Daniel heute den ganzen Tag nicht da ist. Und mein Bauch knurrt schon. Ich habe heute Morgen das Obst gefrühstückt, aber das hält ja auch nicht lange an. Und von daher brauche ich jetzt dringend was zu essen. Ja. Okay. Ich werde jetzt einen Vlog weiter schneiden. Ich habe schon angefangen vorhin. Ich bin schon bei 7 Minuten circa von 23 bisher. Vorhin waren es über 30. Dann kam Schnipsel weg, dann kam Schnipsel dazu. Ich habe auch die Brücke nicht komplett drauf gelassen, weil das wäre einfach zu viel. Also habe ich mich dann umgedreht zu meinen Eltern und das ist dann auch quatschi. Genau. Die Hängebrücke. Ja, aber sie war nicht so schlimm, wie ich dachte. Jetzt muss ich herauskriegen, wie dieser blöde Italiener hieß, wo wir essen waren. Nämlich vergessen, draußen nochmal zu filmen. Weil ich würde jetzt immer gerne hinschreiben wollen, wo war denn das überhaupt? Muss ich mal nochmal gucken, ob ich das rausbekomme. Wäre auf jeden Fall sehr gut. Ich weiß nur ungefähr, wo es lag, von daher mal schauen. Gut, jetzt werde ich mich hier mal ansetzen. Es ist kein Platz, ne? Aber die Katze ist der Meinung, sie kann auf den Schreibtisch springen. Mia! Jetzt mal ernsthaft, was tust du denn da? Also die Uhr anstellen. Hast du die Uhr angestellt gerade? Nee, ich habe selber angestellt den Kalender. Okay, das weiß ich nicht. Ich werde jetzt eine Runde lesen. Ich hatte ja die Hoffnung gehabt, gestern vielleicht das Buch zu beenden, weil viel ist es nicht mehr. Aber arg habe ich ihn doch ein bisschen zu sehr abgelenkt und ich hoffe, dass ich es heute beenden werde, weil langsam reicht's. Ja, ich möchte endlich was anderes lesen. Das ist ja noch von Mai übrig geblieben. Wir haben jetzt schon fast Mitte Juni und bis auf Hörbücher habe ich noch nichts beendet und das nervt mich tierisch. Ich habe immer noch das E-Book. Ich meine, ich bringe mal kurz die Kamera. Ich habe immer noch das E-Book in der Mache, Liebe 2.0, das Buch und ich will endlich was Neues lesen. Ich habe ja gehofft, den Urlaub zu beenden, noch in den ersten beiden Tagen, was überhaupt nicht funktioniert hatte, weil ich so gut wie gar nicht zum Lesen gekommen bin, was ich total ungewöhnlich finde. Weil sonst habe ich im Urlaub so viel gelesen gehabt, immer, auch wenn wir viel unternommen haben. Aber dieses Mal irgendwie gar nicht. Da lief halt einfach dauerhaft der Fernseher abends und so ab 17, 18 Uhr und das war so schlimm für mich. Das war einfach, nein. Ich habe mir zurück in etwas, was wir früher gemacht haben, wenn wir in Urlaub gefahren sind, da lief definitiv nicht ständig der Fernseher. Da lief vielleicht mal der Fernseher, aber nicht so lange und nicht die ganze Zeit. Wir haben uns mit unseren, ja, weiß ich nicht, haben gerätselt oder gelesen oder gespielt oder mit anderen irgendwas gemacht, draußen gesessen oder so. Ja, aber wir haben definitiv nicht die ganze Fernseher geguckt und auch diese Dauerbestellung mit dem Radio, das kenne ich so überhaupt nicht. Ich war nicht im Urlaub. Ich weiß, dass morgens beim Frühstück das Radio lief, aber danach eigentlich nie. Ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Ja. Nun ja. Und deswegen kam ich nicht zum Lesen. Weil abends beim Fernsehen gucken, ich meine, sie haben gesagt, ich kann auch ins Schlafzimmer gehen und mich da hinsetzen und lesen, aber das war mir dann auch zu komisch. Ja, nie. Ja, deswegen habe ich nicht viel gelesen. Ein bisschen, ja, ab und zu, aber hätte mehr sein können. Jo, und darum werde ich jetzt definitiv weiterlesen. Wie gesagt, ich bin nicht mehr weit. Und das ist mir ja im Urlaub gerissen. Das muss ich immer noch reparieren. Ich habe das noch nicht gegeben, weil das hier noch nicht drin ist. Ja. Und ich glaube auch, dass meine Leseliste Juni hinfällig ist, weil ich auf die Bücher gerade irgendwie schon Lust habe, aber irgendwie auch nicht. Ich brauche gerade tatsächlich Wohlfühlbücher, also so richtige Sommerlektüre. Und würde gerne mein neuestes Buch für diesen Monat anfangen zu lesen. Und habe noch so ein paar weitere im Auge, die ich gerne lesen möchte. Ach ja, mein Timer ist fertig. Ich habe nämlich Eistee gemacht. Ja, Moment. Kriege ich es hin? Mit dem Ellbogen? Nee, Moment. Gut. So. Das habe ich ja ganz vergessen. Den habe ich jetzt nämlich zum Ziehen da stehen lassen und habe meinen Timer auf meine Uhr gestellt. Und habe mich gedacht, was primiert denn da? Gehen wir doch mal zum Tee. Ich habe mir nämlich, wie heißt es, italienische Limone, genau, in so einem kleinen Kännchen gemacht. Und da kann ich jetzt die Beutelchen rausnehmen. Und dann kann der weiter abkühlen. Das habe ich getropft. Schön, das muss ich länger wegwischen. Man sollte es nicht mit einer Hand machen. Gut, ich werde also mich erstmal aufwischen. Schade. Und dann abkühlen lassen. Ich habe minimal Zucker reingemacht. Normalerweise mache ich in Früchtetee keinen Zucker ran. Aber ich glaube, bei dem kann man ein bisschen ranmachen.
Und der hier, ich hatte mir letztens, also am Dienstag, einen neuen Eistee geholt. Und der hier, ich mag ja Goldmännchen-Tee nicht ganz gern. Aber der ist mega ekelhaft. Also der geht gar nicht. Und das mit Schwarztee, was ja nicht so schlimm ist. Die anderen kauften sonst auch mal einen Schwarztee. Und dann mag er auch Schwarztee. Und er hat ihn auch probiert, dass er auch so, ach nee, pfui. Das wird dann also wieder so ein Verschenketee in Büchersendungen, die man verschickt oder sonst was, wo ich einfach Tee mit reinpacke. Das mache ich mit allen Teesorten, die wir nicht so mögen. Die packe ich dann einfach mit rein. Das war eine Idee von Daniel. Und ja, somit haben wir auch New York Chai schon ein paar Mal da reingestopft. Und das wird mit dem halt auch passieren. Mag den jemand von euch? Ich weiß es nicht. Ich mag ihn nicht. Der hier ist super lecker, wie gesagt. Den hatte ich ja schon mal gezeigt, aber beziehungsweise die Packung noch nicht, aber verlinkt habe ich ihn schon mal. Und der hier geht auch, aber der ist nicht so intensiv. Der hätte ein bisschen intensiver sein können, finde ich. Von daher, den will ich mir wahrscheinlich nicht mehr holen, aber der ist super. Der ist richtig lecker. Und wie gesagt, italienische Limone aufgebrüht und fertig, ist auch lecker. Und vor allem komisch fand ich bei dem Eistee auch, dass man ihn erst aufbrühen muss und dann abkühlen lassen. Dann kann ich auch ganz normal einen Zitronentee nehmen. Und muss ihn halt nicht. Komm, steht sauer drauf. Das ist überhaupt nicht sauer. Und Zitronensorbet. Vielleicht ist daran. Keine Ahnung. Nicht lecker. So, ich wische das hier mal die Füße. Ich dachte, ich spiele nach ein paar Monaten mal wieder. Meine Bewohner vermissen mich bestimmt schon extrem. Oh, Mina ist da. Mina. Wie auch immer. Daniel hat vorhin angerufen. Es wird heute bei ihm sehr spät werden. Es ist schon 21 Uhr. Er grillt heute noch mit den Leuten aus der Garage. Ja, und wie es aussieht, wird am Sonntag mein Fahrrad verkauft. Er hat heute ja zwei Hüftbürger verkauft und ich glaube auch eine Zuckerwattemaschine. Und ja, am Sonntag dann mein Fahrrad. Das wäre natürlich richtig klasse. Nehme ich. Jo, mal gucken, ob das wirklich funktioniert. Kommt auf jeden Fall einer vorbei, der das haben möchte. Auch wenn es da heißt, passt nicht, bin doof, weiß man ja mal nicht, ne? Deswegen schauen wir mal. Drückt mal die Daumen, dass es funktioniert. Hat in dem Fall, ihr seht das Video ja wesentlich später. Genau. Ich bin ja noch bei letzter Woche. Beim Video schneiden und hochladen und oh, was ist das für ein Tag gerade? Der 2.6. Den habe ich heute hochgeladen. Also, ja. Ich hänge also 8 Tage nachher. 8 Tage? Ist das richtig? Müsste eigentlich, ne? Ach, keine Ahnung. Jedenfalls ein paar Tage. Über eine Woche oder eine Woche, wie auch immer. Ja doch, es müsste der Donnerstag gewesen sein. Dann kommt, ja, der Donnerstag. Genau. Jo. Ich habe also eine Runde Animal Crossing gespielt, eine lange Runde. Alles Mögliche gemacht. Und da wollte ich doch mal Sträuchel einfach ausziehen. Mandy ist diejenige, die ausziehen darf. Die war natürlich nicht so. Und ich habe den, der ausziehen wollte, ewig lang gesucht, weil ich dachte, ich möchte heute mit allen sprechen, mit jedem einzelnen Bewohner, und habe den einfach nicht gefunden. Und dann habe ich gesagt, okay, egal, ich fliege jetzt zu Harveys Insel, weil ja gerade dieses Hochzeitsfoto-Geding sie da wieder ist. Und dann steht er einfach am Flughafen. Und mit seiner Denkblase, denkt mir so, oh, was willst du denn? Das bin ich, sagt nicht, dass du wegziehen willst. Doch, will er. Darf er aber nicht. Nein, Sträuchel darf nicht gehen. Genau. Deswegen habe ich da alles Mögliche heute gemacht. Ich habe bei dem, Happy Designer, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, also dieser Ferienwohnungsgelegen, sie da, habe ich auch das Restaurant eingerichtet, aber nur in kleinen Versionen. Umändern kann man es immer noch. Aber das fehlte halt noch. Und weil da keine Bewohner waren, die ich jetzt irgendwie da einziehen lassen möchte in die Ferienwohnungssachen, alles nur komischen Leute, habe ich das eben gemacht. Damit ich überhaupt was mache. Jo, genau. Und jetzt werde ich weiterlesen. Ich habe nur ein Kapitel vorhin gelesen, mehr nicht bisher. Das Bad geputzt. Ich werde auch nur hoffentlich heute Wäsche zusammenlegen. Da ist nämlich wieder so ein Haufen. Selbstverständlich ist da wieder ein Haufen. Wenn eine Woche nicht da war, ich habe die Woche noch keine Lust gehabt. Ich hoffe, das schaffe ich heute auch noch. Das wäre super. Ja. Und ich habe heute ein neues Hörbuch angefangen, als ich draußen war, also bei der Post und so weiter und so fort. Und zwar Der Professor von John Katzenbach.
Das habe ich heute angefangen zu hören. Dass man so alles auf dem Audible Dingenskirchen hat und noch nicht gehört hat, ist schon Wahnsinn. Jo. Genau. Nee, mehr gibt es erstmal nicht. Wahrscheinlich gibt es heute generell nicht mehr. Ich werde jetzt einfach nur noch lesen und ein bisschen rumpuscheln. Vielleicht nochmal in dem Crossing Spiel mal gucken. Videos gucken. Aber wie gesagt, lange ist die Tage eh nicht mehr, ne? Also bis 0 Uhr ist so maximal, wo ich durchhalte. Moment. Wach bleiben mäßig. Dann hat nächste Woche kein Homeoffice, wie endlich geplant war, sondern so ein Zwischenschichtdienst-Dingskirchen. Das heißt, wir müssen da auch wieder ein bisschen früher aufstehen. Ich weiß gar nicht, wann er denn immer los muss. Ich schätze mal so 7:30 aufstehen. 7:30 wird es wohl sein. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Es geht noch. Es ist nicht wie 5:30, wenn ich aufstehen muss, wenn ich arbeite. Oder 5 jeden Donnerstag dann, ne? Aber gut. Okay. Das war's von mir für heute, denke ich mal. Es gibt nachher noch was zu berichten, werdet ihr das noch sehen. Ansonsten verabschiede ich mich von euch. Tschüss.